weiterer Punkt, den man mal aus Arbeitgebersicht betrachten muss und der auch mit sehr entscheidend ist, ist das Thema Flexibilität. Die Pauschalität der Unterstützungskasse ist ja zwar im Kern betriebliche Altersversorgung, doch in der Funktion und Funktionalität ist es wesentlich mehr. In der Funktionalität ist es ein mehrdimensionales betriebswirtschaftliches System mit einer betriebswirtschaftlichen Mehrfachnutzung für das Unternehmen und für den Unternehmer. Und dass dieser Nutzen in der vollen Tragweite überhaupt in Anspruch genommen werden kann, dass er in voller Tragweite ausgelebt werden kann, das hängt vor allem daran ab, wie flexibel kann ich dieses System gestalten, wie flexibel kann ich meine verschiedenen Stellschrauben drehen, von den verschiedenen Altersgrenzen, von den Zusageformen, von den Leistungsformen Rente, Kapital, von verschiedenen Arbeitgeberzuschüssen, wer kriegt welchen Zuschuss, welche Gruppe kriegt welchen Zuschuss, erhöht sich der Zuschuss bei älteren Arbeitnehmern, weil ich gerade die Älteren nutzen möchte, wie verfahre ich im Fall von Tod von Mitarbeitern, was gebe ich an Leistung überhaupt raus, verfahre ich hier bei arbeitnehmerfinanzierten, bei arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerken und Zuschusskomponenten gleich. Und diese ganzen Dinge, Renteneintritt, früherer Renteneintritt, wie mache ich das Ganze? Und je mehr ich hier auf die verschiedenen Wünsche des Unternehmers eingehen kann, wenn ich das wirklich individuell gestalten kann, wenn ich das aufs jeweilige Unternehmen anpassen kann, dann habe ich hier wirklich einen Partner und hier Möglichkeiten, die mir den höchsten Nutzen versprechen. Und das ist wieder Frage vom Partner und von der Kompetenz letztendlich, da sind wir immer wieder am gleichen Punkt, was der zu leisten vermag, was der rechtssicher gestalten kann.